Die Weihnachtszeit ist da und deswegen backen wir heute zusammen Hundeweihnachtsplätzchen. Viel Spaß! Nachdem ich dieses Jahr schon ein bisschen was für uns Menschen gebacken habe, habe ich mir überlegt, dieses Jahr auch mal Hunde-Weihnachtsplätzchen zu backen. Haben wir vorher noch nie gemacht. Wir haben ja schon jetzt in der Vergangenheit ein paar Rezepte ausprobiert. Zum Beispiel haben wir Hunde-Leckerlis selber gemacht. Ja. Und auch im Sommer Hunde-Eis. Uns ist halt sehr wichtig, ein paar Sachen auszuprobieren, um Kuba auch ein bisschen Abwechslung zu geben. Natürlich weiß er nicht, dass es jetzt Weihnachten ist und dass das jetzt Weihnachtsplätzchen sind, aber ich glaube, der freut sich, wenn er mal was kriegt, was er sonst nicht kriegt. Und ich habe ein bisschen im Internet geguckt und zwei Rezepte ausgesucht, bei denen es mir besonders wichtig war, dass es einfach ist und dass man nicht so viele Zutaten braucht. Und dann bin ich auf diese beiden Sorten gestoßen. Das sind nämlich einmal Erdnussbutterkekse mit Hüttenkäse. Und einmal Leberwurstbällchen. Die Rezepte, die findet ihr in der Videobeschreibung unten dran mit den ganzen Zutaten. Ich zeige euch natürlich jetzt auch, wie man die herstellt. Nur kurz dazu, diese Plätzchen, die sind vegetarisch, beinhalten aber Mehl. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, ob der Hund es verträgt. Nicht alle Hunde vertragen Getreideprodukte. Wenn man sich da ein bisschen Kuba freut sich schon so. Er hat noch keins probiert, deswegen ist er da jetzt richtig scharf drauf. Wenn man unsicher ist, ob der Hund Getreide oder Mehl verträgt, sollte man die vielleicht nicht backen. Dafür haben wir aber die Alternative, nämlich die Leberwurstbällchen. Da sind nämlich nur Haferflocken drin und eben Leberwurst. Und jetzt zeige ich euch, wie die gebacken werden. Bevor wir jetzt mit dem Backen loslegen, noch ein kleiner Einschub. Viele haben ja mitbekommen, dass es Kuba in den letzten Wochen nicht so gut ging. Er hat fast sein komplettes Gehör verloren plötzlich. Haben wir auch ein Video zu gemacht. Da kamen natürlich sehr viele Besserungswünsche, für die wir uns recht herzlich bedanken. Und auch viele Nachfragen, wie es ihm jetzt geht. Und wir können sagen, dass es ihm jetzt wieder gut geht. Er hört auch wieder. Und wir waren vor ein paar Wochen nochmal beim Tierarzt. Und er hat nochmal in die Ohren reingeschaut. Und die Infektion ist zum Glück weg. Der Dreck ist auch weg. Nur damit es jetzt so bleibt, müssen wir halt jetzt auch regelmäßig die Ohren ausspülen, damit es nicht wieder passiert. Gut. Aber wir sind sehr froh, dass es alles so glimpflich gelaufen ist. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Und zwar mit den Zutaten. Die Zutaten für die Erdnussbutterkekse: 200 Gramm Mehl, 2 Esslöffel Hüttenkäse, 2 Esslöffel Erdnussbutter, ein Ei, 1 Esslöffel Olivenöl und 1 Esslöffel Wasser. Die Zutaten werden alle zusammengeknetet in der Schüssel. Ich habe das schon mal hier vorgemacht. Ich habe es auch noch kurz in den Kühlschrank gepackt, weil es sich dann wahrscheinlich hoffentlich besser ausrollen lässt. Deswegen würde ich mal sagen, fangen wir gleich mal an. Okay, ich würde den Teig jetzt erstmal teilen, weil der ist recht groß. Also wie vorhin schon erwähnt, wir haben die Plätzchen noch nicht ausprobiert und ich bin mal gespannt, ob die sich überhaupt ausrollen und ausstechen lassen. Im Rezept stand, dass man noch so kleine weiße Punkte von dem Hüttenkäse sieht, aber das backt sich dann anscheinend später raus. Es wäre natürlich auch einfacher gewesen, wenn ich keine Crunchy Erdnussbutter genommen hätte, aber die war jetzt im Haus, aber es wird schon so gehen. So, jetzt kommen die Ausstechförmchen zum Einsatz. Wir haben hier leider nur so ziemlich ausgefallene von Ikea mit Wölfen, Elchen und Bären. Mal schauen, ob das damit so gut geht. Ich hätte jetzt am liebsten runde Formen gehabt, aber vielleicht klappt das ja auch ganz gut. Schauen wir mal. Kuba guckt immer ganz gespannt zu.
So, mal gucken. Also der Teig ist dicker als gedacht, aber es geht ganz gut raus. Dankeschön. Sehr schön. Und den ersten haben wir schon mal. Ich backe jetzt nur ganz wenige, um euch das zu demonstrieren. Man kann den Teig natürlich auch dünner ausrollen. Aber ja, geht besser als gedacht. So. Der Wolf geht auch ganz gut raus, sehr gut. Die Stückchen, die ihr da seht, das ist von der Erdnussbutter. So. Okay. Dann mache ich jetzt noch ein paar, bevor wir die dann in den Ofen schieben. Natürlich darf der Kuba ein bisschen Teig probieren. Und dann schauen wir mal, wenn das Blech voll ist. Das erste Blech ist fertig. Ich habe die Plätzchen wahrscheinlich ein bisschen zu dick ausgestochen. Ist noch ein bisschen was übrig. Ich glaube, wenn man das Ganze ein bisschen dünner ausrollt, dann kriegt man auf jeden Fall zwei Bleche raus. Ich muss sagen, es ging eigentlich sehr gut. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Der Ofen heizt gerade im Hintergrund auch schon auf, damit wir die auch gleich reintun können. Riecht auch sehr angenehm. Ist ja eigentlich auch nichts drin, was jetzt irgendwie eklig ist. Was man nochmal dazu sagen muss, das habe ich ja schon am Anfang kurz erwähnt, das sind natürlich jetzt Plätzchen, mit denen man vorsichtig sein sollte. Die sind nicht für jeden Hund geeignet, da ist Mehl drin. Ich habe viele Rezepte durchgemacht von anderen Plätzchen, da wurde dann, glaube ich, so Roggenmehl oder so genommen. Wir hatten jetzt nur Weizenmehl da und viele Hunde vertragen das halt nicht. Und es kann halt auch Allergien auslösen, deswegen wirklich nur Naschereien, so ein, zwei Stück maximal am Tag. Mehr würde ich da nicht machen und wenn sich jemand unsicher ist, ob sein Hund Weizen verträgt, dann lieber nicht diese Plätzchen backen, sondern vielleicht lieber das andere Rezept ausprobieren, das wir dann im Nachgang nochmal zeigen. Ja, ansonsten, ich bin mal gespannt, ob die jetzt noch aufgehen, ob die ein bisschen höher noch werden. Ja, würde ich sagen, tun wir sie gleich mal rein. So, der Ofen ist fertig. Man muss den auf 175 Grad Umluft einstellen und dann backen die so circa 20 bis 25 Minuten. Dann tun wir sie mal rein. Die Zeit ist um. Und jetzt können wir sie raus tun. So, ich würde sagen, die sind recht gut geworden. Sind nicht viel aufgegangen, aber womit denn auch? Ist ja nur Mehl. Sind durchgebacken und schön knusprig und die Stückchen, die man da noch sieht, das sind halt die Teile von der Erdnussbutter. Jetzt müssen die natürlich noch auskühlen, bevor sie verfüttert werden und in der Zwischenzeit können wir uns schon mal den zweiten Plätzchen widmen. Für die Leberwurstbällchen brauchen wir 200 Gramm Haferflocken, 150 Gramm Quark, 150 Gramm Leberwurst, 2 Esslöffel Öl und ein Ei. Wie auch beim vorigen Teig wird auch hier alles in eine große Schüssel gegeben und verknetet, was ziemlich eklig ist mit der Leberwurst, muss ich sagen. Zu der Leberwurst ist noch anzumerken, wir hatten jetzt leider nur normale Leberwurst da. Es ist eigentlich besser, so diese spezielle Hundeleberwurst zu nehmen. Die kriegt man ja in den ganzen Tiergeschäften. Hintergrund ist einfach das, da ist weniger Zucker drin, da sind keine Gewürze drin und da ist auch kein Salz drin. Mit der geht es jetzt auch, aber halt wie bei den anderen Plätzchen, lieber nicht so viel davon geben. Gut. Der Teig war auch wieder eine kurze Zeit im Kühlschrank. Hier brauchen wir keine Förmchen, was schon mal gut ist. Denn es wird alles mit der Hand gerollt zu Kugeln. Und das machen wir jetzt. Das ist der Teig. Das ist ganz schön viel geworden. Im Rezept stand nur kleine Kugelnform. Was jetzt für die kleinen ist, weiß ich nicht genau. Ich nehme mal einfach irgendwas weg davon. Ist trotzdem ziemlich klebrig. Ah, das ist wahrscheinlich zu groß. Ich würde es noch ein bisschen kleiner machen. Wir haben uns jetzt für die Größe entschieden. Kuba wird es am liebsten gleich essen.
Aber die müssen noch gebacken werden. So, rollen. Also ich glaube, das sind so circa 15 Gramm oder so, die Kugeln. Ja. Dann einfach aufs Blech legen. Und noch ein paar Formen. Lass mal probieren. Gut. Kuba. Mensch. Der versteht das jetzt natürlich nicht, dass das erstmal noch gebacken werden muss. Da schau. Jetzt sind die Kugeln geformt. Wir haben auch noch ein bisschen was übrig. Mein Augenmaß ist nicht so toll. Die sind ziemlich unterschiedlich groß geworden. Ich glaube, wenn man die noch ein bisschen kleiner macht, dann kriegt man da bestimmt 3 solche Bleche raus. Und die kommen jetzt auch in den Ofen, auch bei 175 Grad Umluft, für 25 Minuten. Ups. Minus 1. Die 25 Minuten sind rum. Ich muss sagen, die anderen haben besser gerochen beim Backen. Aber klar, Leberwurst ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Schauen wir mal, ob sie fertig sind. Die haben auf jeden Fall ein bisschen Farbe bekommen. Sehen jetzt irgendwie paniert aus, finde ich. Ich bin mal gespannt, was Kuba dann beim Geschmackstest sagt. Auf jeden Fall hat er jetzt schon beim Backen hier alles voll gesabbert. Also die Vorfreude ist auf jeden Fall da. Und er weicht uns nicht von der Seite. Nun, Kubi, schau mal. Lieber Wurst. Hier sind sie nun, unsere fertigen Plätzchen. Ich finde, die sehen sehr schön aus. Hätte auch gar nicht gedacht, dass das so gut funktioniert mit dem Teig. Und ich würde sagen, und die sind auch abgekühlt, ganz wichtig, gebt euren Hunden bitte nie die heißen Plätzchen vom Blech, da kann man sich echt übel verbrennen. Gut, aber die sind jetzt abgekühlt und Kuba hat jetzt wirklich schon eine Stunde drauf gewartet. Ich glaube, der springt gleich auf den Tisch, wenn ich mir jetzt nicht eins gebe. Deswegen schauen wir mal. Fangen wir mal an, wie es ihm schmeckt. Mit den Frischkäse, Erdnussbutter, Leckerli. Sieht ja gut aus. Sind auch gut durchgebacken. Bisschen knusprig. Aber scheint zu schmecken. Gut. Waren die gut? Ja? Okay, die kriegen wahrscheinlich von Kuba schon mal einen Daumen hoch. Gut, dann haben wir jetzt. Stopp! Dann haben wir jetzt die Leberwurst Haferflockenbällchen. Wir haben dafür heute Abend schon gefüttert, ne? Mich würde mal interessieren, ob die innen drin weich sind oder auch hart, aber ich denke mir, mal schauen, ob er abbeißt oder ob es gleich komplett im Mund hat. Er beißt ab. Die scheinen auch recht gut zu schmecken. Gut, eins kriegst du. Kuba genießt einfach nicht. Also ich würde sagen, zumindest für Kuba war das ein voller Erfolg. Also wie gehofft hat es jetzt nicht lange gedauert, diese Plätzchen zu machen. Es war nicht schwierig. Wichtiger Hinweis noch, ich habe es ja schon erwähnt, nicht so viele verfüttern. Also 2, 3 maximal, es reicht am Tag. Die sind sehr gehaltvoll und eben hier aufpassen mit dem Mehl. Ja, Fazit, ich bin zufrieden, Kuba ist auch sehr zufrieden. Habt ihr vielleicht auch schon mal für eure Hunde gebacken? Und wenn ja, kennt ihr vielleicht ein gutes Rezept, was auch schnell und einfach geht, was ihr uns empfehlen könnt? Schreibt uns gerne mal
eure Empfehlungen oder gerne auch Rezepte in die Kommentare. Dann probieren wir das bestimmt noch gerne aus. Und ich glaube, ich muss jetzt aufhören, weil der Kuba mich gleich frisst. Eins noch. Dann sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.